So, dann nochmal herzlich willkommen zum ESB-Tutorium in 2023. Wir sind tatsächlich schon beim letzten Termin in diesem Jahr angelangt, aber nach der Weihnachtspause geht es natürlich nochmal weiter. Wahrscheinlich werden irgendwie nochmal zwei Aufgabenblätter kommen oder so. Heute, ja, auf den ersten Blick mag das Blatt vielleicht kompliziert für den einen oder anderen wirken, aber tatsächlich ist es so, dass viele Sachen aufgegriffen werden, die wir schon in den letzten Wochen mal behandelt haben. Und insofern springen wir doch mal direkt rein in Aufgabe 10.1. So, 10.1 wird etwas anhand eines linear rückgekoppelten Schieberegisters gemacht. Die Schaltung könnt ihr auch runterladen für Hades auf der Webseite. Und ich habe das mal in Hades geöffnet. Hades hat ja der ein oder andere vielleicht durch andere Übungsaufgaben schon mal benutzt oder vielleicht auch durch das Praktikum. Das obere ist jetzt die Schaltung, wie sie für die Hausaufgabe gedacht ist. Das untere ist eine etwas vereinfachtere Schaltung. Also im Endeffekt habe ich das um ein paar Elemente eingekürzt, damit wir mal gucken können, was überhaupt passiert. Im Endeffekt gibt es verschiedene, ja, Flipflops. Flipflops sind diese rechteckigen Schaltsymbole. Wir haben an dem Flipflop sowohl den Dateneingang D als auch den Eingang C für die Clock. Und dann gibt es noch was zum Setzen oder also zum Zurücksetzen oder eben zum Sperren des Zurücksetzens. Und im Ausgangsbereich haben wir den Ausgang Q. Und dann theoretisch auch nochmal den negierten Ausgang. Das heißt, das, was für uns natürlich am allerspannendsten ist, ist, was kommt auf der Datenleitung D rein? Wann wird über die Clock das angesteuert? Und was geht auf dem Ausgang raus? Und da sind dann in einem dieser Schieberegister mehrere hintereinander geschaltet, mehrere von den Flipflops. Und bedeutet eben ja auch dann, dass ein Wert, der durch das erste Flipflop geht, am Ausgang anliegt, wieder der Eingang des nächsten Flipflops ist. Und das ist das, was mit Schieberegister auch gemeint ist, dass es sich eben durchschiebt. Jetzt geht es aber nicht nur, dass es sich, ja, dass das über die Werte von einem Flipflop zum nächsten geschoben wird. Was haben wir auch noch hier drin? Wir haben am Ende den Ausgang und der geht nicht nur in eine Ausgangs-LED hier rein, sondern der geht nochmal, wenn wir gucken, wieder ganz weit zurück und ganz an den Anfang. Ja, das ist quasi so dieses Rotierende, das, was auf der einen Seite rausgeht, rausgeschoben wird, kommt auf der anderen Seite wieder rein als Wert. Und da es ja langweilig wäre, einfach nur immer beziehungsweise auch im Sinne von der Zweckgeschichte mit Pseudo-Zufallszahlen oder auch mit Prüfsummenberechnung nicht irgendwie sinnvoll wäre, wenn einfach nur der Wert immer einfach durchgeschiftet und rotiert wird, da kann man nicht viel mit anfangen, gibt es dann noch das Schaltgatter hier in der Mitte. Machen wir mal die Probe. Wer weiß denn, was das für ein Schaltgatter hier ist? Ganz in der Mitte zwischen den Flipflops. Genau, das ist das XOR, also das Exklusiv-Oder. Dann gucken wir mal, was geht da rein? Da geht einmal der Ausgang aus dem einen Flipflop rein und dann aber auch nochmal der Wert hier, der aus dem letzten Flipflop kommt. Und das ist dann der neue Wert, der hier durchgeht. So, was haben wir hier damit? Wir haben muss ich mal gucken, ob das noch, ob ihr könnt das gleich noch sehen. Ja, funktioniert. Also, wir hätten jetzt in der unteren Schaltung als Beispiel die Ausgangswerte X14, X13, X12, X11, X10. Und wir hatten jetzt eben schon gesehen, da ist ein XOR dazwischen.
Das heißt, wenn ich mir das anschaue, der Wert nach einer Clock, den ich in 14 reinkriege, gut, das war der, der vorher in 13 war. Das heißt, was wissen wir? x13 geht hier nach x14. Wir haben x14, was durch das erste Flipflop reingeht und deswegen nach x10 geht. Wir haben den Wert, der auch in x10 ist, der danach als nächstes in x11 ist. So, und jetzt müssen wir hier schauen, was ist denn das, was nach x12 geht? Das ist jetzt nicht einfach nur der Wert von x11, sondern da haben wir das XOR drin. Das heißt, hier haben wir x11. Wie gesagt, immer im unteren Beispiel x11 und x14. Das Ergebnis aus diesem XOR geht dann in den folgenden Wert rein. In der Hausaufgabe habt ihr das ähnlich, da seht ihr auch, da habt ihr auch ein XOR. Und insofern müsst ihr da dann natürlich auch schauen. Das könnt ihr dann noch zu Hause dann ja einmal sehen, welche beiden Werte gehen denn da eigentlich ein, um den Folgewert für x7 berechnen zu können. So, machen wir jetzt nicht. Wir gucken uns die untere Schaltung weiter an. Es gibt noch Clock als Eingang, es gibt noch NZ. Also damit kann ich quasi die Schaltung wieder zurücksetzen. Wenn ich das rausnehme, dann wird sie wieder zurückgesetzt, dann sperre ich das nämlich nicht mehr. Und insofern haben wir einen Startwert für unsere oder eine Startbelegung für unsere Werte. Da müsst ihr eben schauen, also ihr seht sowohl in der Schaltung für die Hausaufgabe, die ihr runterladen könnt, als auch im Aufgabenblatt steht natürlich beschrieben, womit ihr da anfangt. Wichtig ist zu schauen, dass der höchste Wert, also wenn ihr euch die Bitkette anschaut, der Wert, der dann ja ganz links steht, dass das X ist, was ganz rechts ist. Das ist das, was im Aufgabentext auch beschrieben wird mit es wird in jeder Taktflanke nach links, aber in der Grafik nach rechts geschoben. So, traut sich wer, mir zu sagen, wenn ich jetzt diese Startbelegung habe, was dann passiert, wenn ich das nächste Mal mit der Clock das geschaltet habe? Was wären meine Folgewerte für meine 5x, die ich hier habe? Also ich fange an mit der Startbelegung 110111. Und jetzt würde ich ein Taktsignal daran legen, sodass es dann eben einmal durchläuft. Was wäre das Folgende? Beachtet, was wir geguckt haben. Was ist eindeutig einfach nur ein Verschieben? Und wo müsst ihr das XOR beachten? Also nochmal die Frage, wir haben eine Startbelegung für unsere 5, ja doch, 4 Flipflops und einen Zwischenwert. Ich habe natürlich hier einen Wert dazwischen gemogelt, das stimmt, da oben ist er gar nicht. Den x12 haben wir hier gar nicht. Heißt aber auch für uns, dass, ja, müssen wir gleich mal gucken, müsste das nicht gleich bleiben? X1, XOR1 wegen 0. Lass mich jetzt nochmal gucken, es kann sein, dass ich gerade einmal nicht aufgepasst habe beim Kopieren vorhin. Wir wollten das ja halbwegs ähnlich haben.
passiert, wenn man schnell was zusammenbaut. Stopp mal kurz die Simu. Na gut, dann arbeiten wir halt mit der Schaltung, wie wir sie gerade haben. So, müsste das nicht gleich bleiben, war die Frage. Ja, erstmal nochmal gucken. Wir haben hier noch die 13. Aber ich habe auch gar nicht geschrieben, was in die 13 reingeht. Das ist ja kein Wunder. Also x12 sollte eigentlich den gleichen Wert wie x oder sollte den Folgewert von x13 da kriegen. Andersrum, x13 wird von x12. So, also wir haben hier einen Startwert und wir würden dann eben schauen, was haben wir hier anliegen. Wir haben 1 und 1 anliegen, damit würde das XOR wieder auf 0 gehen und das würde bedeuten, dass dann, das ist richtig, dass dann natürlich x12 weiterhin auf dem Wert 0 bleiben würde in diesem Beispiel. Weil dann im Folgeschritt hier das bleibt. Und genau, jetzt auch richtig gesehen, dadurch, dass der Wert von x12 weiter wandert, haben wir den dann natürlich auch in x13 drin. Das heißt, wir würden, was war der Vorschlag? 1001, 1011, 0, 1, sorry, ich bin irgendwie Zahlen, also 10011. Das heißt, wenn das jetzt stimmt, dann müssten wir, wenn wir die Simulation einmal starten und einmal die Clock ausführen, darauf kommen. Und wir sehen, es ist hier durch die Taktflanke durchgegangen, der Wert, und wir sind hier bei x13 auch auf 0 gelandet. x12 ist auch 0 geblieben und die anderen auf 1. Das heißt, im Endeffekt ist das hier, diese 0 bei x13, die 0, die eben bei x12 drin war. Die 1 in x14 ist die 1, die eben in x13 drin war. Die 1 in x10 hier hinten ist über ganz hier hinten rum die 1, die vorher in x14 drin war. Und die x11 ist, hat die 1 von der x10. Und dann haben wir hier eben noch x12. Und x12 ist der Wert, der aus dem XOR rauskommt. Und dementsprechend nicht einfach nur irgendwie ein Shift ist von dem Wert von davor, sondern eben ja wirklich dann eine Berechnung. So, wenn wir jetzt soweit sind, dann könnt ihr euch das wahrscheinlich auch schon vorstellen, wenn wir nochmal weiterschieben würden. Dann würde diese 0 als erstes kommen, diese 0 als zweites. Bei x12 müssen wir die Berechnung von dem XOR machen. x11 hat den Wert 1, x14 hat den Wert 1, dann würden wir hier auch eine 0 erwarten. x11 das Geschiftete aus 1 und x10 das Geschiftete aus 14. So, mal gucken, ob es jetzt richtig oder ich es richtig gemacht habe. Okay, wo habe ich jetzt den Fehler gebaut? So, wer sieht den Fehler? Wir haben x10 hat den Wert 1, x11 hat den Wert 1, x12 hat aber auch den Wert 1 gekriegt. Wie bitte? Okay. Mal gucken, den Wert von 11, den Wert von 10.
Okay, bevor wir da zu viel Zeit mit drin verlieren, das kann jetzt sein, dass ich irgendwo, leider irgendwo eine Leitung vielleicht doch falsch gelegt habe, dass hier die Verbindung nicht fehlt, weil das hätte jetzt eigentlich so nicht sein sollen. Vom Grundsatz her geht es aber darum, dass die Sachen durchgeschoben werden. Das passiert auch bei dem, was ihr eine Hausaufgabe habt. Da könnt ihr das genauso testen alles. Also wenn ihr das mit Hades öffnet, ihr könnt mit NZ könnt ihr dafür sorgen, dass ihr dann nicht, also dass es nicht immer wieder zurückgesetzt wird. Das passiert ja hier unten drüber, dass es nicht immer wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt wird. Und dann könnt ihr mit der Clock das Ganze auch euch anschauen, wie da das mit jeder Taktflanke einmal durchrotiert. Da sind jetzt natürlich ein paar mehr Gatter, deswegen haben wir uns so ein bisschen kleineres Beispiel angeguckt. Und ihr seht, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 12 Mal oder so schon draufgeklickt und es ist immer noch nicht wieder das, was es am Anfang war. Das ist ja so ein bisschen die Sache. Aber vom Grundprinzip müsst ihr eben schauen, welcher Wert ist da in den vorigen Gattern, wie geht es weiter. Wichtig ist eben hier hinten der Wert, dass wir hier nochmal die Rückverbindung haben für das Rotieren, dass wir einmal rumrotieren und dass ihr natürlich hier auch ein XOR drin habt, was entsprechend dann auch verschiedene Werte angebunden hat. So, wenn ihr dann damit dann erstmal so das grobe Funktionieren dann habt oder euch dann angeschaut habt, was passiert hier eigentlich mit meinen Werten, die ich habe. Also wenn ich mit einem Startwert anfange, mit so einer Bitkette anfange, initialisiere, dass das dann einfach immer weiter durchgeschoben wird. Und am Ende wird es, das heißt am Ende, also irgendwann zwischendurch wird es wieder anfangen, sich zu wiederholen. Und das ist das, das steht ja auch nochmal im Aufgabentext da drin, dass das als Pseudo-Zufall hier auch zu sehen ist, weil die Werte sind nicht ganz zufällig, sondern sie sind systematisch erzeugt. Und man kann aber halt eine Zahl, also wenn man halt zu einem vorher nicht geplanten Zeitpunkt irgendwie was rausnimmt oder raufguckt, dann kann man das theoretisch als eine Zufallszahl nehmen oder einen Zahlenwert nehmen. Also wenn ich jetzt irgendwie nach 10 Schritten auf x0 gucke und auf x7, weiß ich vorher nicht unbedingt, also ich könnte es vorher ausrechnen, aber es geht eben darum, ich weiß jetzt erstmal nicht, wo ist der Wert und wie gehen sie weiter. So, warum ist das immer die gleiche Kette? Das liegt daran, dass wir halt eben diesen Reset haben. Also wenn die ganze Schaltung eingeschaltet wird, dann wird das auf den Startwert gesetzt oder rückgesetzt. Also ich kann es jetzt wieder zurücksetzen, wenn ich das Sperrsignal rausnehme. Und damit würde ich immer wieder auf den Startwert kommen. Und dann würde ich genau die gleiche Kette wieder durchlaufen. Also es ist deswegen kein Zufall, sondern es ist eine Kette von Bitstrings, die nacheinander kommen, die immer die gleiche Reihenfolge nacheinander haben, aber die jetzt nicht irgendwie dieses klassische Hochzählen sind mit 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 und so weiter. Dann wäre es ja nicht mehr Zufall, dann wäre es einfach nur ein Hochzählen. So, die Aufgabe 10.1 teilt sich dann in zwei Sachen. Das eine ist, dass ihr gucken sollt, nach wie vielen Schritten sich die Sequenz der Zahlen wiederholt. Und das andere aber, dass ihr ein Programm schreiben sollt, das diese Zahlenfolge erzeugt in einer beliebigen Programmiersprache. Ich möchte an der Stelle euch einfach nur nochmal daran erinnern. Also, wir haben uns ja jetzt so ein bisschen geguckt, was passiert eigentlich mit den Strings. Da kommen welche, die werden geschoben, einen Teil. An einer Stelle wird eben so ein XOR gemacht und das, was auf einer Seite rausgeschoben wird, wird auf der anderen wieder rein rotiert. Erinnert ihr euch noch? Ich weiß nicht, irgendwo Aufgabenblatt 6, 7, 8, ich müsste nachgucken, welches das war. Da hatten wir das Shiften von Sachen. Da haben wir auch mit Bitstrings gearbeitet. Im Endeffekt ist es genau das, was ihr hier eben machen müsstet und das dann in eine Programmiersprache eurer Wahl einbauen. Also guckt euch da nochmal an, was haben wir da eigentlich gemacht mit den Bitstrings. Ne? Da hatten wir ja auch irgendwie so Sachen gemacht, wie wir haben irgendwie eine Kette gehabt, die dann in eine Richtung geschoben wurde. Wir haben vielleicht auch ja, verschiedene Operatoren benutzt, so Dinge wie ein Oder wie ein Und.
müsst ihr gucken, was ihr an der Stelle braucht. Genau das ist aber eigentlich das, was ihr hier machen müsst. Und deswegen meinte ich, dass wir auf dem Aufgabenblatt haben wir viele Sachen nochmal wieder, die auftauchen, die wir schon mal gemacht haben. Guckt euch an, was ist die Startbit-Kette? Was wird dann gemacht? Wie ist die Funktionalität von der Grafik, die ihr habt in der Hausaufgabe? Baut das dann entsprechend ein. Und so ein bisschen als Hilfe könnt ihr halt die harte Schaltung euch nehmen, die auf der Webseite da auch mit dran drauf ist. Und dann müsstet ihr halt nochmal gucken, ob ihr da vielleicht rausfindet, nach wie vielen Schritten sich die Sequenz der Zahlen wiederholt. Vielleicht findet ihr ein Muster. Vielleicht müsst ihr eine Menge ausprobieren. Ich hoffe nicht, dass ihr ausprobieren müsst, weil dann wären es sehr, sehr viele. Das ist eigentlich der Teil aus Szene 1 erstmal. In Szene 2 starten wir mal wieder so ein bisschen mit einer typisch klassischen Aufgabe. Wir haben irgendeinen Anwendungsfall und wollen damit dann wollen damit weiterarbeiten. Kleinen Moment, ich muss mal hier umschalten wieder. So, ein Beispiel ist ein Würfel und aus dem Würfel erstmal ein Zustandsübergangsdiagramm. Ich will jetzt nicht in alle Details reingehen, aber damit wir uns nicht zu weit von den anderen Sachen entfernen, gucken wir uns das heute mal relativ ähnlich hier an. Wir haben die verschiedenen Punkte des Würfels. Und wir schauen uns mal nur den ersten Übergang an. So, und wir haben dann hier die LED, die leuchten würde, oder der Ausgang, der leuchten würde für die 1, und wir würden dann übergehen in die 2. Okay, jetzt wird mein GIMP abgeschossen. Das war nicht so gedacht. Gut, ihr könnt ja währenddessen schon mal überlegen, wie war das nochmal mit dem Zustandsübergangsdiagramm, beziehungsweise wie sahen die eigentlich aus? So, Pad auch wieder da. Na gut, dann nochmal das Gleiche. Also, wir schauen das hier mal kurz am Beispiel von zwei Zuständen. Übergang 1 zu 2. Und jetzt hoffentlich ohne, dass es mir abstürzt. Entschuldigung. Also, wir haben meistens ja eine Zustandskodierung. Für die Hausaufgabe wird auch wieder gesagt Z2, Z1, Z0. Das heißt, wir würden hier irgendwie auch Zustandsbezeichnungen für haben.
Und das heißt, wenn wir unser Zustandsdiagramm, ja, das waren ja die großen, ich sagte großen Kreise. Wenn wir die haben, haben wir unseren Zustand 1. Mit der Kodierung 000. Wir würden weitergehen in den Zustand 2 mit der Kodierung 001. Zumindest wenn wir nur einfach durchzählen würden. Und das ist dann genau der Punkt. Da müsst ihr dann auch für die Hausaufgabe einmal schauen, was ist dann da jeweils gefordert? Wo geht es dann eigentlich hin? Weil wir können unterschiedliche Eingangssignale haben. Nehmen wir meinetwegen auch mal A und R. So, eine Hausaufgabe gibt es aktiv und rückwärts. Ich würde aktiv, ach, nehmen wir A und V, mal aktiv und vorwärts machen. Für A gleich 0, V gleich Stern. Bleiben wir in unserem Zustand. So, was müsste ich dafür dann für Pfeile an meine Zustände malen? Wie viele Pfeile muss ich ergänzen und von wo nach wo? A gleich 0, V gleich Stern, würde ich im Zustand bleiben. Wie viele Pfeile muss ich ergänzen und von wo nach wo? Genau, also das wäre der Pfeil, der wieder auf sich zurück zeigt. Und das müssen wir natürlich bei beiden Zuständen machen. Das Ganze für a gleich 0 und v gleich Stern. So, dann kann ich relativ einfache Sachen machen, wie diesen Pfeil hier, der von einem zum nächsten geht. Das wäre quasi ein einfaches Durchschalten. Auch das habt ihr eine Hausaufgabe, das überspringen wir mal. Was ich jetzt aber dann auch noch machen kann, ist Sachen haben, die nicht einfach nur entweder sagen, ich bleibe im gleichen Zustand oder ich gehe im nächsten Zustand, sondern ich gehe irgendwo ganz woanders hin. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, a gleich, klar, a gleich 1, v gleich 1. Gut, habe ich jetzt hier nicht so ganz so einfach. Also ich könnte dann quasi sagen, der übernächste Zustand. Jetzt habe ich hier gerade nur mit zwei mir das angeschaut, aber wenn ihr überlegt, also wenn ihr das in der Hausaufgabe dann macht, da habt ihr ja sechs verschiedene Würfelwerte. Das heißt, dann würde ich ja dann, wenn ich mit 1 starte, würde ich dann quasi auf 2 gehen. Das heißt, ich würde irgendwo so einen langen Pfeil dazu setzen. Und das Ganze mache ich natürlich dann aus jedem Zustand, wo es irgendwo sein kann. Und dann ist hier irgendwo hinten vielleicht dann wieder ein Zustand, mit dem ich zu den anderen komme. So, das ist nochmal das mit dem Zustandsdiagramm. Also was ihr eben machen müsst an der Stelle, 10.2, schaut einmal wirklich genau, wo, welche Varianten habt ihr. Also ihr habt ja die Variante bleibt im Zustand, zwar Zahl zweimal hintereinander würfeln steckt dahinter. Ihr habt das einfache Weiterschalten und in dem Fall habt ihr sogar noch Zurückwürfeln.
Dann soll daraus minimiert werden. Auch das kennen wir schon. Also wenn ihr ein Zustandsdiagramm habt, eine Zustandstabelle machen und dann das Ganze minimieren. Und Wiederholungsfrage. Wo muss ich meine Zustände hinschreiben? Nicht meine Zustände, meine Ausgänge hinschreiben. Wo muss ich bei diesem Zustandsdiagramm meine Ausgänge hinschreiben? Wie bitte? Das waren die Ys, ja. Genau. Warum im Kreis an der Stelle? Genau, weil es ein Automat nach Moore ist und das heißt, dass unser Ausgang nur vom aktuellen Zustand abhängt. Also wir haben ja die Zuordnung, dass wir die Würfelwerte haben und dass jeder Würfelwert einem Zustand zugeordnet ist. Das heißt, wir würden das hier unten mit hinzufügen. Wir haben jetzt in dem Fall keine Ys als Ausgänge, sondern wir haben die Ls als Ausgänge. Guck nochmal da drauf, da steht im Aufgabenblatt nochmal der Verweis auf das eine Kapitel oder die eine Folie in der Vorlesung. Im Endeffekt ist das nur nochmal der Hinweis, dass man bei einem Würfel mit potenziell 7 Punkten nicht unbedingt 7 Ausgänge braucht, sondern dass da entsprechend ein paar Ausgänge weniger reichen. Einfach aufgrund dieser Symmetrieachse, die wir da drin haben. Damit spart ihr euch ein bisschen was, weil sonst habt ihr nämlich mehr Minimierung, als ihr machen müsst. Naja, also genau, ich sehe hier gerade noch fragendes Gesicht. Wenn ich oder wenn ihr auf die Folie schaut, dann werdet ihr sehen, dass bestimmte Werte halt einfach immer den gleichen Wert haben. Entweder sind beide gleichzeitig an oder es sind beide gleichzeitig aus. Bei dem 1 zum Beispiel unten links und oben rechts. Und das heißt, das kann man dann zusammenfassen und braucht dann nicht unterschiedlich, ja, nicht so viel, nicht so breit die Zustandstabelle machen und dann auch entsprechend dann weniger KV-Diagramme für das Ganze. Wenn ihr das Ganze minimiert habt, dann sollt ihr das verknüpfen mit Aufgabe 1. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, dass ihr habt dann eine gewisse Minimierung gemacht und ihr wisst, ihr braucht bestimmte Werte, die da reingehen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel A und V nehmen würden für uns als Beispiel. Ich schalte nochmal wieder auf Hades zurück. Also angenommen, wir haben eine sehr einfache Minimierung gerade. Zum Beispiel, das war nicht das, was ich wollte. Also wir haben eine Minimierung und unser Ausgangswert wird sich dann nur berechnen aus den zwei Eingangswerten A und V, basierend, dass die mit einer OR-Verknüpfung verarbeitet werden. Und dann müsstet ihr halt eben schauen, entsprechend, wie die Verbindung ist, wo kommen die Werte her. In der Hausaufgabe wird gesagt, der Eingang A wird mit x8 und R mit x1 verbunden. Also es kann halt sowas sein, dass ich dann jetzt zum Beispiel sagen würde, ich nehme den Eingang A mit x11. Und ich habe dann vielleicht x10 an meinem anderen Eingang dran. Wie gesagt, das hängt von eurer Minimierung ab. Das jetzt nur einmal so als Beispiel, wie das dann aussehen könnte.
So, und dann könnte das die Minimierung sein für unser, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Lampe das wäre, aber beispielsweise für unser L1. Und so würde ich dann die beiden kombinieren. Also, das heißt, ihr müsstet dann eben schauen, was habt ihr minimiert aus dem KV-Diagramm? Für welche LEDs gilt das jeweils? Vielleicht gilt das dann auch nicht nur für eine LED, sondern vielleicht gilt das für zwei LEDs. So, angenommen, ich hätte das so, dass das bei mir L1 und L2 wäre. Hat sie was reingeschummelt? So, wenn das L1, L2 wäre, dann könnte ich das hier so machen oder ich kann dann auch nochmal L2 dann sauber daneben schreiben. Das ist das, was gemeint ist mit der Kombination in 10, 2C, dass ihr erst minimiert und dann, dann diese beiden Schaltungen zusammenfügt. Und daraus könnt ihr dann halt auch schauen, was bei dem Initialisierungswert, den wir ja wissen, für die Schaltung mit den Flipflops, was dann für Würfelwerte rausgewürfelt werden. Wenn ihr das mit Hardes macht, könnt ihr das dann sogar ausprobieren. Schaut dann auf jeden Fall, wo ihr das Ganze einfügt. Und schaut, dass ihr da sauber mitarbeitet. Also, dass ihr dann zum Beispiel guckt, dass ihr dann nochmal sagt, ich füge hier irgendwie noch ein Segment dazu. Macht die Segmente so, dass ihr sie möglichst irgendwie erkennen könnt, wo sie lang gehen. Gut, da darf ich natürlich jetzt nicht mehr ran. Und speichert häufig genug, weil sonst könnt ihr so wie ich nicht mal eben Undo machen. Ja, jetzt hat er das da oben wieder mit verbunden. Genau, ist nicht immer so ein bisschen nett. Also, das aber jedenfalls die Grundidee. Die Schaltung aus 10.1 und die Minimierung aus 10.2 miteinander zu kombinieren und daraus dann zu wissen, wenn ich dann dadurch meine Zufallswerte aus 10.1 nehme, was dann, wenn ich die als Eingang in meine Minimierung tue, was dann entsprechend meine Ausgangswerte vom Würfel machen. Wie gesagt, Schritt für Schritt. 10.1, schaut euch erstmal an, wie die Schaltung funktioniert, unter welchen Gegebenheiten das durchrattert. Ihr solltet ja auch gucken, dass ihr die ersten Ausgang, also dass ihr die ersten Werte habt. Die ersten 15 oder sowas, glaube ich. Genau, die ersten 15 Zahlen. Dann habt ihr auch noch ein besseres Gefühl dafür, wie diese Schaltung funktioniert. Und dann in 10.2 fangt ihr erstmal ganz einfach an mit diesem Zustandsdiagramm. Da braucht ihr hier diese Schaltung noch gar nicht. Ja? Also da geht es erstmal hiermit los. Daraus dann Zustandstabelle, dann eine KV-Diagramm, dann eine Minimierung. Und dann sind wir erst dabei, dass wir das zusammenfügen. So, und dann gibt es noch eine kleine Frage dazu in dass man da eine Taktausblendung macht. Bei der Taktausblendung vielleicht für die Frage nur so ein kleiner Hinweis, erinnert euch daran, dass wir uns Schaltungen, also Impulsdiagramme angeguckt haben eigentlich und Schaltungsverhalten angeguckt haben letztes Mal, wo eine Schaltung vielleicht nicht immer den Zustand hatte oder nicht so definiert hatte, wie wir es hatten. Das könnte unter Umständen auch ein Problem sein. In wann genau, das müsstet ihr dann entsprechend versuchen zu beschreiben für Teil E. Habt ihr aber damit, das wäre für mich jetzt auch mal wichtig, habt ihr den Zusammenhang verstanden von wie ihr 10.1 mit 10.2 kombinieren sollt? Seht ihr hier zumindest ein Kopfnicken? Gut. Dann gibt es noch diese 10.3-Aufgabe. Da steht jetzt mal sehr viel Text dazu. Ganz vorweg, ganz wichtig ist der eine Satz, der da drin dick und fett gedruckt ist in 10.3. Es geht nicht darum, Assembler-Programmierung zu lernen. Das war früher mal Teil von ESB, das haben wir mittlerweile nicht mehr so wirklich drin, sondern es geht darum in 10.3, dass man sich mal mit Assembler-Programmierung sich das anschaut. Und wer Interesse hat, der kann natürlich ein bisschen mehr damit rumspielen. Jetzt hat vielleicht nicht jeder irgendwie ein Linux-System zur Verfügung oder schafft es nicht irgendwie, da noch ein GCC zu installieren, weil die Festplatte voll ist. Das ist jedenfalls mein Problem immer. Meine Festplatten sind immer voll.
Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr das Ganze auch auf den Rechnern im Informatikum macht. Und das würde ich mit euch einmal durchgehen, so ein bisschen die Schritte, dass ihr so auch da einmal das Gefühl habt, was ihr machen sollt, was in 10.3 beschrieben ist. Und WSL klappt doch auch. Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Genau, also ich würde jetzt einmal euch kurz einmal zeigen, wie man das Ganze auf den Rechnern im Informatikum von zu Hause machen kann, damit ihr das sonst auf jeden Fall irgendwie bearbeiten könnt. Dafür muss man natürlich erstmal diese Datei, die man runtergeladen hat, an die eComs-Rechner kriegen. Zum Beispiel mit WinSCP oder einem Programm der eigenen Wahl, mit dem ihr Dateitransfer auf die eComs-Rechner machen könnt. Wer es noch nie das gemacht hat, deswegen zeige ich das einmal. Also Aufgabe 10-3.10-3.c ist es von der Webseite, liegt bei mir jetzt lokal auf dem Rechner in einem der Download-Ordner. Ich kann dann ein Verbindungsziel öffnen und der Informatikum-Server per SSH oder dann eben für die Dateianbindung ist rzssh1.informatik.uni-hamburg.de. Benutzername ist der vom Rechenzentrum bei euch, also der mit der einstelligen Zahl, nicht die zweistellige Zahl. Zweistellig ist die Mafiasi-Kennung, einstellig ist die EZ-Kennung. Und also genau, das Bildschirm, das wird euch ja gerade gar nicht angezeigt. Warum sagt denn keiner was? Moment. Genau, also so sieht es dann eben aus, dass ich dann eben sagen kann, ich will Übertragungsprotokoll SFTP haben, ich will die Serveradresse RZSSH1 haben und einstelliger Benutzername. Kann ich auf Anmelden gehen und dann wird er mich als nächstes nach dem Passwort fragen. Das zeige ich euch natürlich jetzt nicht. Wenn das Ganze dann geklappt hat, dann seid ihr auf den Rechnern vom Informatikum, eventuell an irgendeinem ganz anderen Punkt. Also es kann sein, dass ihr, na gut, meistens irgendwo in dem Startbereich seid. Ich bin heute zu ungeduldig, ich habe schon wieder hier alles zum Aufhängen gebracht. So weit zurück. Das nochmal neu. Gut, also ihr müsst gucken, wo ihr landet. Im Endeffekt ist das Ziel, dass ihr bei euch unter Inform oder Informatik 2, Students Home und euren Benutzernamen seid, da entsprechend euch einen Ordner anlegen könnt, da die Datei dann einfach per Drag and Drop reinkopieren könnt. Wenn ihr dann soweit seid, dann wollen wir das Ganze auf der Kommandozeile ausführen und uns mal angucken, beziehungsweise vielleicht habt ihr euch die Datei auch schon angeschaut, was da drin steht. Entweder habt ihr PuTTY oder andere Sachen. Man kann tatsächlich aus WinSCP auch PuTTY öffnen. Muss ich mich nochmal authentifizieren und bin jetzt tatsächlich auf einem der Informatikumsrechner. Also, jetzt bin ich nicht mehr auf meinem eigenen, ich bin auch wieder auf dem Informatikumsrechner. Ich werde jetzt einige Befehle kurz immer mal sagen, das, was ich eintippe, wofür das ist, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass nicht jeder irgendwie mit Kommandozeilen, sei es unter Windows oder unter Linux, sich gut auskennt. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall unter Linux unterwegs.
Ich kann mit PWD sehen, wo bin ich gerade eigentlich, in welchem Ordner. Das kann auch sein, dass das der erste Ordner ist, wo ihr beim Verbinden für einen Dateitransfer drin landet. Slash Export, slash Home und dann der Benutzername. Und mit ls kann ich mir anschauen, welche Ordner gibt es. Und hier ist eben der Info-Ordner, zu dem man dann einmal wechseln muss. Mit cd für Change Directory. Und da bin ich quasi mit meinen ganzen Sachen, die ich habe. So, ich habe schon mal einen Unterordner angelegt. Da sind dann ein paar weniger Sachen. So, mit ls wieder einmal geöffnet. Wenn ich einen Ordner anlegen will, kann ich das auf der Zeile sogar auch eine Kommandozeile machen, mkdir test oder text. Und wenn ich dann ls mache in dem Verzeichnis, dann sehe ich, dass ich hier text habe. Und wenn ich ls al mache, dann sehe ich, dass text tatsächlich mit d ein Directory, ein Ordner ist. Okay, kleiner Nebeneffekt. Interessieren tut uns aber eigentlich die Datei, die wir reinkopiert haben. Aufgabe 10-3.c. Entweder habt ihr euch die im Texteditor schon angeguckt oder ihr guckt euch die auf der Kommandozeile im Texteditor an. Zum Beispiel Nano. Ich weiß, es gibt auch welche, die VI oder anderes nutzen. Als Anfänger finde ich, glaube ich, ist Nano immer noch relativ gut handelbar. Ich kann Aufgabe 10. Also es reicht, wenn ich ein paar Buchstaben schreibe mit Tab-Taste, kriege ich Autocompletion so weit wie möglich. Das hilft an ein paar Stellen, damit ich nicht immer alles neu tippen muss. Und wenn ich dann Nano und den Dateinamen habe, also Nano Leerzeichen Dateiname, dann Enter, dann öffnet er mir einen Kommandozeilen-Texteditor, dass ich direkt auf der Kommandozeile lesen und auch editieren kann. Ich kann jetzt mit den Pfeiltasten hier einmal so ein bisschen scrollen. Ich sehe hier erstmal ganz viele Zeilen, diese werden wir jetzt hier in Blau dargestellt haben. Schrägstrich und Sternchen und endet mit Sternchen und Schrägstrich. Das kennt ihr, also auch wenn das jetzt hier gerade C-Code ist, das kennt ihr aber auch aus SE, bin ich mir sicher. Wofür steht denn dieser Bereich hier oben? Was ist dahinter? Das ist ein mehrzeiliger Kommentar. Genau, das gibt es hier nämlich einfach auch. Dann haben wir hier ein include stdio.h. Das habt ihr unter Java, also gut, wahrscheinlich auch, aber nicht unbedingt jetzt direkt in SE1 am Anfang. Außer sie haben es mittlerweile eingefügt. Das heißt eigentlich nur, dass ich dann eine Library hinzufüge, damit ich Input-Output machen kann. Also stdio, Standard-Input-Output. Int main, int arg c char. Okay, main kennt ihr, denke ich. Müsste auch schon in SE1 drangekommen sein? Main-Methode? Oder noch nicht so ganz? Ich weiß nicht, wie weit ihr. Ja, Main ist jetzt nicht einfach nur ein Name für, in dem Fall nicht eine Klasse, sondern Methode, sondern die Main-Methode ist quasi die Methode, die von außen aufgerufen wird. Das heißt, wenn das Programm gestartet wird, dann wird da als erstes gestartet, der ganze Programmablauf. Ich kann da ganz viele Methoden in mein Programm reinschreiben. Und das auch in meinen ganzen Klassen und Klassen nutzen. Aber es ist dann halt, wenn ich hier mit diesem Programm dann starte ich mit der Main-Methode. Das ist der Start des Ganzen. Da können theoretisch Argumente übergeben werden. Das ist so ein Standard, dass man das hat. Und alles, was dann quasi ab dieser geschweiften Klammer ist, das ist dann das, was mein Programmcode ausmacht. Int-Matrikelnummer gleich irgendwas. So, das kennt ihr auch schon aus SE1. Was passiert hier? Genau, da ist eine Variable, die deklariert wird, die heißt einfach Int-Matrikelnummer und ich kriege dann halt gleich schon einen Wert zugewiesen. Semikolon beendet das Ganze. Hier gibt es das nochmal mit Char-Vorname und Char-Nachname. Int und Char, das sind halt einfach ja Datentypen. Der Unterschied, ja, das ist eine gute Frage, ist das nicht ein String? Der Unterschied zwischen String und Charakteren ist ja relativ gering. Für die Deklaration in C ist das aber eine korrekte Charakterdefinition. So, dann gibt es hier noch zwei Zeilen, da sind dann jeweils nur Querstriche davor.
Das steht auch im Aufgabentext einmal daran, das ist im Endeffekt eine Auskommentierung. Das soll dann ja später einmal auskommentiert werden. Kann ich zum Beispiel auch direkt bearbeiten. Ich könnte hier Backspace zweimal machen. Voilà. Eins soweit. Backspace zweimal machen, dann würde das auch grün sein. Also dann sehe ich auf jeden Fall hier schon, dass mein Editor erkannt hat, dass das jetzt nicht mehr auskommentiert ist, sondern was genutzt werden kann. Dass man das dann noch ein bisschen sauber einrückt, ist dann ein anderes Thema. Oder eben auch das untere. Na, das ist ja dann der Teil, was ihr einmal machen sollt. Nachher sollt das einmal entsprechend oberes auskommentieren, untere einkommentieren. Aber wir bleiben erstmal beim Standard. Also, ich bin jetzt auch ganz einfach nur in dem Editor hier mit Pfeiltasten, Backspace und Entfernen durch die Gegend gegangen. Genau, Studi und Informatikkurs in Anführungsstrichen, das ist dann entsprechend dann hier wieder auch die Variablenbelegung für Vor- und Nachname. Dann kommt hier etwas, das heißt Printf. Eine Idee, was dahinter stecken kann. Ja, eine Ausgabe auf dem Bildschirm. Genau, manchmal ist es ja auch so einfach. Printf, die Printfunktion. Ich glaube, unter Java ist es meistens eher printeln, falls der Befehl sich nicht geändert hat, also printline. Hier dann eben printf. Ich habe hier erstmal Ausrufezeichen, Ausrufe, nicht Ausrufezeichen, Anführungszeichen, Name, Doppelpunkt, dann habe ich hier Prozent S, minus Matrikelnummer, Doppelpunkt, Prozent D. Diese Prozent und dann ein Buchstabe dahinter. Weiß jemand, was das ist? Hattet ihr das schon in Java? Entschuldigung, in SE1. Also im Endeffekt damit auch in Java. Ich weiß nicht, wie genau, wie weit ihr seid halt, was ihr in SE1 schon hattet. Das hat genau der Platzhalter. Das sind genau Platzhalter. Prozent S für etwas, was in die Richtung von einem String geht, wobei ich da halt auch einen Charakter reinfügen kann. Und Prozent D für eine Dezimalzahl halt. Was genau ich da reinfüge, das sehe ich hier hinten hinterm Komma. Also wenn mein String quasi beendet ist, den ich ausdrucken will, dann wird hier mit dem Komma getrennt, habe ich die entsprechenden Variablennamen und die werden dann der Reihe nach da eingefügt. Vorname, Nachname und Matrikelnummer. Das heißt, wer kann eventuell jetzt schon sagen, was wäre, wenn ich diese Funktion ausführen würde? Was würde wahrscheinlich rauskommen? Was wäre das Ergebnis? Was würde mir die Funktion anzeigen, wenn ich die ausführen würde? Wie bitte? Ja, die Daten, die da oben in der Liste sind. Genau, also es wäre dann halt eben das Ausgefüllte zusammen. Also Name, Doppelpunkt, dann haben wir, was haben wir Vorname? Name, Doppelpunkt, Studi, Informatikus, Bindestrich, Matrikelnummer, Doppelpunkt, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danach gibt es nochmal Return 0. Das kennt ihr vielleicht auch schon aus, oder nein, das kennt ihr, da bin ich mir relativ sicher, dass ihr das in SE1 auch schon hattet. Das ist ja im Endeffekt nochmal, um die Funktion zu beenden. Und da es keinen Rückgabewert gibt, was bei einer Main-Funktion relativ typisch ist. Bei der Main-Funktion geht es ja einfach nur darum, man lässt das Programm ablaufen und am Ende, wenn das Programm gültig und korrekt durchgelaufen ist, dann geht man mit Return 0 raus. Das heißt, das Programm wurde korrekt durchgeführt und es gab keine Fehler zwischendurch. Und das beendet dann einfach nur das Programm. Ja, ein Void würde ja gar nicht mehr einen Rückgabewert machen, also gar keinen Return machen. Wenn du in Java einen Void machen würdest, also die Frage war hier, ob das einem Void entspricht in Java, wenn du in Java einen Void machst, dann darfst du ja gar keinen Return da reinschreiben. Rückgabe 1 würde bedeuten, dass es einen Fehler gab, einen Fehler, der aufgetreten ist.
Und das könnte dann halt in, also wenn das jetzt, wenn das Programm teilweise Teil eines größeren Programmes wäre, könnte halt ein anderes Programm diesen Fehler wieder abfangen und dann halt irgendwie einen Fehlerbericht oder so daraus erstellen. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Aber wenn man halt sagt, das ist ganz normal ausgeführt worden, dann endet eine Main-Funktion mit Return 0. Genau, das ist auch schon alles. Jetzt bin ich schon unten am Ende der Datei. Wenn ich jetzt was geändert hätte, dann könnte ich mit Steuerung O das Ganze speichern. Dann fragt er mich, in welchen Namen ich das Ganze speichern möchte. Sage ich Enter und jetzt hätte ich das gespeichert. Wenn ich dann, das ist dann das, was wird als Hilfe mir hier unten auch gezeigt mit Write Out. Und wenn ich dann den Editor beenden will, dann würde ich Steuerung X machen und bin wieder auf dem Start der Kommandozeile. Genau, auf die Art und Weise könnt ihr also auch euch das anschauen und bearbeiten, direkt auf den Rechner vom Informatikum. Und jetzt gab es da ja, jetzt gehen wir doch nochmal wieder rein, ganz oben gab es ja den Hinweis, steht auch auf dem Aufgabenblatt, welche Befehle ausgeführt werden sollen. Einmal von C, wir haben hier C-Code vorliegen, nach Assembler mit dem Befehl, der hier angezeigt wird, und dann noch ein paar andere. Gehen wir die einmal stückweise durch. Nein, das will ich nicht ändern. Der erste Befehl. GCC für den GNU C-Compiler. Leerzeichen minus O2. O2 heißt, dass wir optimieren, und zwar mit Level 2. Man könnte eine höhere Optimierung machen. Dann dauert aber eben das Compilen länger und bringt halt bei kleinen Programmen auch nicht so viel Vorteil. Und dann minus groß S. Das ist ein Parameter, der genutzt wird, damit dann gesagt wird, dass daraus Assembler-Code generiert werden soll. Dann muss ich sagen, wie die Datei heißt, die ich reintue. Aufgabe 10-3.c. Ich habe auch hier wieder nur den Anfang erstmal eingetippt und dann mit Tab-Taste dann Autonamensvervollständigung gemacht. Und wenn ich jetzt auf Enter drücke, sehe ich erstmal nichts. Wenn ich aber mit ls mir das, den Inhalt hier anschaue vom Ordner, dann sehe ich, hier gibt es jetzt eine Datei, Aufgabe 10-3.s. Und jetzt bin ich ja vielleicht auch neugierig, was steht denn da eigentlich drin? Wenn ich mir das nicht mit dem Editor angucken will, sondern wo ich ja vielleicht aus Versehen was verändere, kann ich auch mir zum Beispiel das mit less angucken. Less ist dann nur anschauen. Aufgabe 10-3s. Enter. Das kann ich mit Pfeiltaste oben und unten, kann ich quasi einmal durchscrollen. So, was sehen wir denn hier eigentlich? Wer erkennt irgendwas wieder von dem, was wir eben im Quelltext gesehen haben? Irgendwas, was wir eben schon im Quelltext gesehen haben. Was erkennt ihr da? Genau, wir haben hier den Ausgabetext. Der wird hier oben gespeichert. Das ist auch so das, was man so am einfachsten eigentlich wiedererkennen kann. Es gibt hier links so Dinge in Assembler-Code, die nennen sich Label. Das sind im Endeffekt einfach nur Markierungen im Quellcode. Also man muss sich das so vorstellen, dass er von im Endeffekt, er startet mit von oben nach unten, aber dann springt er ja irgendwo vielleicht auch dann woanders hin. Das Label Main steht eben dafür, dass man das bekannt ist, das ist der Sprung für die Main-Funktion, womit man dann arbeitet. Und dann würde hier alles starten. Subproc, Sub, $72 RSP. Das was macht was mit dem Stackpointer. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal in 1 oder 2 Wochen, also in 1 oder 2 Übungsblättern drauf, je nachdem. Oder ihr habt es sonst nur mal in der Vorlesung kurz, was mit dem Stack passiert bei Assembler. Genauso auch dieses XORL EDX EDX. Auch da so kurzer Spoiler, so Prozent EDX. Oder Prozent und 3 Buchstaben, das sind meistens irgendwelche Register auf dem Rechner.
Ob das schon der ganze Code ist, müssen wir mal gucken, wie weit es runtergeht. Ich kann noch ein bisschen runterscrollen. Oh, da kommt noch ein bisschen was. Ungef Ja, die variable Belegung von dem Charakter, das ist ein guter Punkt. Irgendwie finden wir gerade, was wir hier noch sehen können, das ist noch die Matrikelnummer. Ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die können wir ja noch wiederfinden. Aber was ist denn eigentlich mit unserem Charakter passiert? Und ja, da kann man so ein bisschen durchgucken, kann man schauen. Das sind irgendwie ganz viele Prozentdinge. Hier unten ist irgendwie ein Call printf. Also da wird die Print-Funktion aufgerufen. Hier haben wir nochmal das Return, damit die Methode abgeschlossen wird. Dann haben wir irgendwelche Rohdaten und andere Informationswerte. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Es gibt Unterschiede. Je nachdem, ob ihr auf den Rechnern im Informatikum das ausführt oder ob ihr das zu Hause auf einem Rechner ausführt, unter Windows oder ja, unter Linux, kann es sein, dass ihr an der Stelle einfacher eure Strings wiederfindet oder schwieriger. Weil unterschiedliche GCC-Versionen die an unterschiedliche Stellen packen. Also gerade wenn es dann irgendwie lange Werte sind oder lange Strings, werden die gerne auch mal weggetan. Was wir auch haben können bei Charaktern oder überhaupt bei entsprechenden Werten, ist, dass die umgewandelt werden. Da müsste man dann einmal schauen, ob wir die wiederfinden. Was glaube ich an. Genau, also es deutet eigentlich darauf hin, dass das wahrscheinlich hierhinter versteckt ist, weil wir sehen, und Dollarzeichen ist schon mal ein guter Punkt, Dollarzeichen sind ja irgendwie für uns konstante Werte, also insofern etwas, was wir übergeben haben und dann weiter benutzen. Das heißt, wir können es in dem Fall haben, dass sich unsere Werte, die wir als Parameter gegeben haben, dass die hinter einem Wert, der mit dem Dollarzeichen anfängt, sich befindet. Oder dass wir den potenziell auch an anderen Stellen haben. Das müssen wir nachgucken. Das könnte, glaube ich, auch hier unter den Quad-Werten sein. Das müsstet ihr dann nochmal ausprobieren. Ist halt nicht so einfach. Wir sehen auf jeden Fall so Assembler-Text. Es hat Grund, warum heutzutage wenig Leute in Assembler programmieren noch, weil es eben nicht so eingängig ist. Also man kann damit sehr hardwarenah arbeiten, aber es ist für uns einfach viel bequemer als Mensch und viel verständlicher, auf einer Hochsprache wie C zu arbeiten und dann das Ganze dann zu kompilieren. Apropos kompilieren, wir sind noch gar nicht mal so weit. Wir haben gerade ja erst Assembler-Code erzeugt. Es gab noch ein paar andere Befehle. Wir sollten das Ganze auch mal zum Objektcode machen. Mit dem Parameter minus C. Und jetzt ist statt dem, was hatten wir eben? Wir hatten Punkt S raus, jetzt haben wir einen Punkt O rausbekommen. Wenn ich versuche, mir das anzuschauen, sagt er mir, maybe binary file, see it anyway. Gut, Objektcode. Also das ist tatsächlich eine Binärdatei. Ich kann es mal mit Y sagen, ich will trotzdem mal reingucken. Hier sehen wir tatsächlich schon wieder ein bisschen mehr. Hier oben natürlich dieses Name, Matrikelnummer. Aber hier haben wir tatsächlich auch noch den Wert Studi und Informatikus. Die finden wir da wieder einfacher. Dafür, das ist unser ganzer Quelltext, ist vieles nicht mehr so wirklich lesbar. Also man hat so ein bisschen noch den Hinweis auf, was ist der Name, was gibt es irgendwie an diversen Labels. Ne? Labels haben wir hier.
Also wir können hieraus sehen, es gibt da irgendwie eine Main-Funktion und es gibt da irgendwie eine Print-Funktion, also die Print-Funktion wird aufgerufen. Aber viel, viel mehr sehen wir hier eigentlich gar nicht. So, die Zahlen sehen wir gerade auch nicht so wirklich. Also unsere Matrikelnummer. Genau, das Thema Hexzahlen, das ist nämlich genau der Punkt, dass irgendwann der Computer anfängt zu sagen, ich will damit gar nicht mehr mit einem Integer oder anderem arbeiten, ich will eigentlich mit Hexzahlen arbeiten. Und das wird noch deutlicher, wenn wir das nächste machen. Wir haben ja jetzt quasi die Binärdatei. Ihr erinnert euch, dass wir am Anfang des Semesters den Unterschied hatten zwischen virtueller Maschine und Compiler. Also, dass wir im Endeffekt, was wir ja gerade machen, ist, wir kompilieren nicht zur Programmlaufzeit, wie das ja Java macht, sondern wir machen das jetzt im Vorfeld alles, vielleicht mit ein bisschen mehr Schritten als nötig. Und dann müssen wir eben auch noch gucken, dass wir die Bibliotheken, die benötigt werden, hinzufügen, weil wir haben einmal unseren eigenen Programmcode, aber wir rufen zum Beispiel ja die Print-Funktion auf. Und wenn ich ein ausführbares Programm haben will, muss auch die Bibliothek für die Print-Funktion entsprechend drin sein. Ist eine gute Frage. Wie viel davon dann da drin ist, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was er da übernimmt. Also es ist schon eine gewisse Optimierung drin, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel er da. Es kann sein, dass er halt aus Einfachheitsgründen erstmal alles nimmt und guckt, was er dann benutzt und den Rest wegschmeißt. Mit Optimierung bin ich kein Experte. Das könnt ihr dann lieber Herrn Meder nochmal fragen. Richtig, Bibliotheken können teilweise ganz schön groß sein. Deswegen wird ja auch immer empfohlen, dass man nicht unnötig mehr an Bibliotheken einbindet, als was man braucht. Wir haben hier ja auch nur die STDIO-Bibliothek eingebunden. Genau, um zu einem Programm zu kommen mit den Bibliotheken, nehme ich minus O. Dann sollte ich hier Aufgabe 10-3.exe nehmen und Aufgabe 10-3.c. Also, den Anfang kennen wir. Jetzt haben wir den Parameter minus O. Das ist in dem Endeffekt eigentlich nur das Thema Output, weil ich jetzt als nächstes sage, wie soll meine Output-Datei heißen? Wenn ich das nicht mache, dann kommt ein, ich glaube, es war a.out raus als Datei. Also theoretisch kann ich den Teil minus O Aufgabe 10-3.exe weglassen, kommt aber dann halt ein A.out aus. Und auf die Art und Weise sage ich einfach nur, wie soll meine Ausgabe heißen. Der Teil, der wichtig ist, ist GCC minus O2 und dann die Quellcode-Datei. Und danach macht er sogar schon alles. Wenn man das Ganze unter Windows ausführen will, ist es dann natürlich auch sinnvoll, dass man da entsprechend das ausführbar macht. Und ein Punkt.exe erkennt Windows ja schon etwas einfacher als eine Punkt.out-Datei, dass es eine ausführbare Datei dann noch ist zusätzlich. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe hier eine Datei. Dadurch, dass sie grün markiert ist, sehe ich, dass ich sie auch ausführen darf. Wenn ich mir die Berechtigung angucke, auf der Kommandozeile ist hier die Berechtigung X für Executable, also das ist eine Datei, die ich ausführen darf. Hätte ich das nicht, müsste ich dann entsprechend nochmal gucken, dass ich die Executable-Sachen dazu ergänze. So, funktioniert aber eigentlich standardmäßig so. Dann habt ihr die und könnt die ausführen mit Aufgabe Punkt/ Aufgabe 10-3.exe. Wenn ich jetzt Enter sage, wir hatten vorhin überlegt, was da rauskommen muss. Könnt ihr euch einmal noch mal kurz daran erinnern? Name, Doppelpunkt, dann der Vorname, der Nachname, dann Matrikelnummer und die Nummer der Matrikelnummer. Passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, was rauskommen sollte. Soweit, so gut. Jetzt habe ich zwei Zeilen übersprungen. Disassembler nämlich. Disassembler braucht man normalerweise nicht, wenn man, also auch diese ganzen Zwischenschritte, die wir uns angeguckt haben, sowohl den Assembler-Code als auch den Object-Code, guckt man sich halt eigentlich nur an, wenn man irgendwie wirklich da optimieren will oder auf Fehlersuche gehen will.
Meistens macht man eben genau das, was wir hier machen. Man hat seinen Quellcode, man kompiliert ihn und verlinkt ihn und macht ihn direkt ausführbar und der Rest interessiert, sag ich mal, den Standardprogrammierer meistens weniger. Mit Disassembler kann ich mir sowohl Object Code als auch eine ausführbare Exe anschauen. Dafür ist der Befehl objectdump-d. Und dann für den Object Code muss ich dann halt den reingeben. Wir erinnern uns, der Object Code war diese Binärdatei, wo wir vorhin nicht viel sehen konnten, wo wir gerade noch mal so kleine Teile irgendwie uns angucken konnten. So, unser Disassembler hat das hier links, das ist quasi das, was zu Hexzahlen zusammengefasst Einsen und Nullen. Das ist das, was der Disassembler erstmal vorfindet im Programmcode, beziehungsweise in der Binärdatei. Und das hier rechts, das ist dann die Interpretation des Disassemblers. Denn bestimmte Hexcodes geben uns ja auch an, was für ein Befehl genutzt werden soll. Das heißt, überall, wo ich beispielsweise einen XOR nutze, habe ich die 31 stehen, weil das eben der Befehl für das XOR ist. Oder der Befehlscode fürs XOR ist. Und dahinter kommen dann weitere Sachen. Also da wir eine Subtraktion haben, haben wir hier den Befehlscode für die Subtraktion und dann wird mir hier eben angegeben, was nehme ich dafür dann eigentlich. Also es gibt natürlich Leute, die richtig gut sind, die können sowas dann auch lesen, aber das ist sehr spezielles Wissen halt, die dann sehr tief in Assembler dann auch drinstecken. Und die dann halt auch alle Codes im Kopf haben, die dann halt auch einfach hier auf so eine Zeile mit Hexadezimalzahlen gucken können und sagen können, was ist das eigentlich? So, wir können versuchen, hier rechts reinzuschauen. Und dann stellen wir erstmal fest, wir erinnern uns, wir hatten ja irgendwo hier in dem oberen Bereich die Matrikelnummer, ne? Und da war eben schon richtig gesagt worden, dass die Matrikelnummer doch irgendwo vielleicht jetzt in den Hexzahlen drin ist. Wer das jetzt einmal umtauschen würde oder umsetzen würde, von Hexadezimal nach Dezimal würde entsprechend diese, ich glaube, ab 4 fing das an, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wiederfinden. Ansonsten erkennen wir aber ein paar Sachen wieder. Wir haben hier auf jeden Fall auch wieder den Call von einer Funktion. Was genau da drin ist, das sehen wir hier nicht mehr so wirklich. Das ist ja da, wo der Call der Print-Funktion ist. Wir wissen nur, es ist eine bestimmte Funktion, die hat einen Namen und irgendwo finden wir die Inhalte dafür. Und am Ende wird das Ganze beendet. Ja. Object Code, schon sehr klein. Das zweite, was man sich ja dann eben angucken kann, ist die Exe-Datei, das war ja das, wo wir die Bibliothek mit reingelinkt haben. Das heißt, was würden wir erwarten? Im Endeffekt würden wir erwarten, dass es mehr sein muss, weil wir haben ja nicht nur unseren Quellcode, sondern wir haben ja auch irgendwas mit den Bibliotheken dazu gemacht und den Funktionen. Also das Problem mit C kann ja sein, dass diese Exe-Dateien dann Libraries verarbeitet haben, die unter Linux und unter Windows unterschiedlich funktionieren. Diese Plattformunabhängigkeit ist eben der Vorteil von Java. Aber das geht eben auch nur, weil halt die Libraries und die ganze Ausführbarmachung von Java zur Programmlaufzeit funktioniert.
Ich will nicht ausschließen, dass einzelne von diesen kompilierten Dateien theoretisch auch unter einem Windows, also es ist ja jetzt auf dem Linux-System kompiliert, dass das auf dem Windows auch funktionieren kann, aber es kann auch sehr schnell nicht funktionieren. Damit ist man am sichersten, wenn man es auf dem System kompiliert, wo man es nutzen will. Ja, du hast gemerkt, dass ich ein bisschen vorsichtig bin in der Antwort, weil ich weiß, es gibt mittlerweile ja auch mehr Funktionalitäten, wie man direkt das alles einbaut. Dass man sagt, dass man nicht immer alles neu ausführen will und auch sowohl Linux als auch Windows haben mittlerweile ja mehr Funktionalitäten, dass die mit Sachen umgehen können, die eigentlich nicht nativ zu ihnen gehören. Genau, also vom Kern her haben wir eigentlich keine Cross-Plattform-Kompatibilität, aber wir können sie halt, wie bitte? Ja, genau, also nicht so in die Tiefe. Also es gibt mittlerweile ja Möglichkeiten, dass man halt beim Kompilieren schon vieles sagt, dass man größere Pakete baut, dass man auf jeden Fall immer ausführen kann, aber das wird dann halt auch größer. Die Optimierung, die gemacht wird, ist halt tendenziell immer erstmal auf ja, das System, wo du es kompilierst. So, jetzt habe ich den Object-Dump von der Exe-Datei gemacht. Die sehen wir jetzt gerade nicht, weil der das natürlich mitten in die Kommandozeile reinschreibt. Deswegen habt ihr da auch den Hinweis auf dem Aufgabenzettel, dass ihr das irgendwie in eine Datei alles schreiben könnt. Wenn ich nämlich hinter eine Zeile hinter einen ganzen Befehl einen größer als Zeichen mache, dann kann ich dahinter eine Datei angeben, wo ich das Ganze reinschreiben will. Also zum Beispiel nenne ich sie mal objectdump.txt. Und jetzt wird mir das Ganze nicht auf der Kommandozeile ausgegeben, sondern alles, was jetzt auf der Kommandozeile ausgegeben werden würde, wird direkt reingeschoben oder reingepiped in diese Datei. Ich kann auch dann noch irgendwie noch andere Dinge tun. Ich kann das theoretisch noch viel weiter damit Dinge tun, aber das führt auch zu weit. Wichtig ist für uns, ich habe jetzt eine Datei, wo ich das reingeschoben habe. Ich kann auch noch Sachen ergänzen. Also wenn ich jetzt das gleiche nochmal, wenn ich mit der Exe mache, sondern mit der O-Datei, der Binärdatei, dann würde ich die Datei überschreiben. Für die Hausaufgabe sollt ihr aber ja nicht überschreiben, sondern ihr sollt ja zweimal Dinge da auch einfügen. Deswegen wird dann zweimal die größer als, der größer als Pfeil genutzt, weil das heißt, dass quasi dahinter angefügt werden soll. Also einfach, ich will weiterschreiben und nicht einfach nur überschreiben. So, was haben wir jetzt in der Datei? Haben wir jetzt das von der .exe? Sehen wir auch hier oben. Wie bitte? Nee, ich habe nur einmal die Exe gedumpt. Das andere habe ich nicht ausgeführt. Ja, danke für die Nachfrage. Damit wir einfach sauber sehen, was auf jeden Fall jetzt nur zu dieser Exe gehört. Also das ist das, was er mir eben auf der Kommandozeile angefangen hat anzuzeigen und dann halt eben irgendwie so, ne, durchgerutscht ist. Und jetzt können wir da einmal quasi durchscrollen. Und ich sehe, dass es verschiedene Sections gibt. Das kann ich hier irgendwie erkennen. Ich sehe auf jeden Fall Dinge, dass mir hier irgendwo Aufrufe oder irgendwas mit einer Print-Funktion ist. Es ist auf jeden Fall, ich scrolle da mal nur mal ganz schnell lang, deutlich länger als eben der Objektcode. Das liegt eben daran, dass alles an Funktionalitäten damit drin ist, was ich jetzt aus meinen Libraries noch brauche. Und deswegen müsste ich dann wieder gucken, wo ist das, was ich eigentlich suche. Ich kann aber auch wieder einige Dinge wiederfinden, also die Main-Funktion, auch hier gibt es die natürlich. Wir haben hier irgendwelche Hex-Dateien, die wir gesehen hatten. Und wir haben hier wieder unseren langen String. Wir könnten theoretisch auch mal gucken. Unser String 6964
Sollte mal irgendwo hinschreiben. 6964757453. Gucken wir uns den gleich nochmal an. Hier unten Call, also wieder, ne, das, was wir in der Main-Funktion die ganze Zeit schon gesehen haben. Aber eben auch noch einige Sachen drumherum. Ja, deutlich größer das Ganze. Mal gucken, wenn ich mir Dateigrößen anschaue. Also, dann sollte ich vielleicht auch den Dump von dem anderen Eimer speichern. So, dann habe ich hier einmal den Object Dump von nur der Binärdatei und hier entsprechend von meiner Exe mit den ganzen Libraries und ich sehe, ich habe irgendwie knapp sechsfache Größe von dem Ganzen. Ja, das die Dateien. Das heißt, damit könnt ihr quasi dann euch bewegen, vorwärts, rückwärts. So, ich glaube, ich habe niemandem gesagt, wie ich, wenn ich hier in diesem Less unterwegs bin, mit Q kann ich das Ganze dann beenden. Q wie Quit. Also wenn ich hier irgendwie mir das nur angucken will. Der Vorteil von Less ist ja eben, dass ich durchscrollen kann mit den Pfeiltasten und dass ich nicht aus Versehen was ändern kann. Das ist zum Angucken, finde ich manchmal etwas angenehmer. Könnt natürlich das Ganze auch mit Nano machen. Da seid ihr halt direkt im Editor. Das geht natürlich prinzipiell auch. Aber jetzt könnte es sein, dass ihr theoretisch was verändert. Steuerung X, einmal schließen. So, ich habe eben eine Zahl rausgeschrieben. Diese lange Kette, die wir in Verdacht hatten. Und wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen auf diese Folie. Ihr erinnert euch, wo wir uns da mal so ein bisschen Text angeguckt haben. Können wir ja mal gucken, ob wir da was wiederfinden. Wir hatten eben 6964757453. Und können also einmal gucken, 6, 9 wären wir beim i, kleines i, 6, 4, kleines d, 7, 5, kleines u, 7, 4, kleines t. Wie bitte? Studi falsch rum. Genau, Studi war ja der eine, weiß nicht, was Vor- oder Nachname? Vorname war das. Haben wir noch 5,3. Das war das große S. Das heißt, was wir auf jeden Fall hier gerade schon sehen, ist, dass dass unsere Zeichenkette in Hexadezimalwerte umgewandelt wurde und dann aber auch rückwärts aufgeschrieben wird. Also die Reihenfolge dann der Zeichen einmal von hinten nach vorne ist. Deswegen findet man es auch nicht unbedingt so einfach wieder. Da jetzt reinzugehen in das Thema Reihenfolgen, das geht jetzt auch zu weit, das machen wir ja auch nicht. Das wird eventuell, da weiß ich nicht, eventuell kurz angerissen in der Vorlesung. Aber für euch ist einfach erstmal relevant zu wissen, okay, es kann halt eben gut sein, dass auch so eine Zeichenkette in umgekehrter Reihenfolge dann abgespeichert wird. Das war ja noch die kürzere von den Zeichenketten, die längere ist dann schon wieder ein bisschen, ja. Die muss dann an einer anderen Stelle noch irgendwo sein. Genau, das aber eigentlich jetzt, glaube ich, so alles. Wenn ihr dann fertig seid mit dem ganzen Arbeiten,
Ach, nehmen wir das, ist ein bisschen kleiner. Wenn er dann fertig ist, dann will man natürlich irgendwann schließen. Dann kann ich mit Exit das Ganze beenden. Beendet er die Verbindung zum Informatikum. Und die Dateien liegen dann natürlich noch in dem WinSCP irgendwo rum. Jetzt muss mal gucken, ob er noch das Ganze hat. Einmal verklickt. Na, eventuell muss ich dann gucken, es kann sein, dass er irgendwie die unter den versteckten Dateien hat. Oder ich habe sie. Eigentlich sollte ich die jetzt hier irgendwie drin haben. Dann habe ich die wahrscheinlich gerade noch auf nicht sichtbar. Dann müsste man auch gucken. Aber könntet ihr euch dann auch wieder rausholen. Das ist eigentlich dann auch schon alles. Das so ein bisschen lang ausgeführt, nur dass halt keiner jetzt irgendwie Angst hat vor der Aufgabe, weil das sind leicht gemachte Punkte, die 10-3. Und wenn ihr da irgendwie zu Hause nicht mit zurechtkommt, also zu Hause das irgendwie nicht auf eurem Rechner installieren wollt, könnt, wie auch immer, dann könnt ihr das eben auch über einen ICOM-Rechner machen und so die Schritte einfach durchgehen. Denkt dran. Ganz wichtig, jetzt denkt daran auf jeden Fall, dass ihr da aber auch bitte entsprechend austauscht. Ja, dass ihr euren Namen und eure Matrikelnummer eintragt und nicht einfach nur das so nimmt, wie das in der Datei ist. Das könnte zu Abzügen in der Punktbewertung führen. Ich hoffe, dass alle, die jetzt irgendwie das Tutorium das Semester über bisher verfolgt haben, nicht irgendwie an Punkten irgendwie kratzen müssen. Aber falls es so wäre, wäre das irgendwie schade, vergeudete Punkte dann da zu haben. Denkt bitte daran, also Name und Matrikelnummer anzupassen, bevor ihr mit der Datei arbeitet. Das war es dann eigentlich schon alles. Ja? Ja? Okay, ja, warte. Also es steht ganz am Anfang da drin, dass ihr im Aufgabentext, dass ihr euren Namen und eure Matrikelnummer eintragen sollt. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass ihr das an jeder Stelle macht. Also, das ist vielleicht einfacher, wenn ich das hier einmal öffne. Doch, ihr sollt, doch, genau, das ist das Ziel, dass bei der Ausgabe eure Name und eure Matrikelnummer am Ende rauskommt. Also, wenn ich, warte mal, dann verbinde ich mich nochmal kurz. CD-Inform, CDRSB. So, da kann ich dann ja quasi die Dateien nehmen. Aufgabe 10.3c war das. Und würde dann quasi meine Matrikelnummer eintragen. Nein, das ist nicht meine, bevor irgendwer was denkt. Ich habe keine Ahnung mehr, was meine Matrikelnummer ist. Müsste ich mehr darüber nachdenken. Genau, ihr würdet das einmal quasi hier oben eintragen. Und dann würde das ja auch bedeuten, also übrigens mit Pfeil oben unten kann ich jetzt die alten Befehle durchgehen. Pack das mal in eine andere Datei. Habe das jetzt in Aufgabe 10-3 Mainz Exe geschrieben. Und wenn ich das jetzt ausführe,
Dann habe ich jetzt dann entsprechend das erstmal drin. Paule Mainz, Paule Beispiel, Matrikel Nummer 210815. Und das andere, was du meintest, war die Frage, hier ist ja noch das Auskommentierte. Das geht darum, dass in Aufgabe Subteil B ihr das einmal entsprechend umkommentieren sollt. Hier ist das ja, hier hat der Variablenname vom Charakter ja noch so ein Sternchen davor. Und das sollt ihr natürlich dann auch mit dem entsprechenden Namen machen. Beispiel. Und wenn ich das jetzt auch noch mal wieder kompiliere und ausführe, dann sehe ich hier jetzt erstmal keinen Unterschied. Also das heißt, das Ergebnis ist das gleiche, aber ihr werdet, wenn ihr euch dann die Zwischenschritte anguckt, werdet ihr Unterschiede feststellen. Und darum geht es so ein bisschen in 10.3. Also ihr solltet, da heißt es ja auch den Assembler-Code, also solltet ihr euch ja die .s-Datei dann auch unter anderem anschauen. Genau, aber schon auf jeden Fall die einzelnen, also die im Endeffekt ist ja, sind das ja nur Platzhalter, was da bisher an Werte für Matrikelnummer und Vor- und Nachname drin ist. Hat so den Hintergrund, es soll halt geguckt werden, dass jeder seins abgibt und es einmal durchgeführt hat. Aber wie ihr gesehen habt, im Endeffekt ist das so einfach auch über die ICOMS-Server machbar. Gut, sonst noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann würde ich sagen, wünsche ich euch ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr oder ein frohes Neues, falls ihr erst im neuen Jahr euch das anguckt und man sieht sich oder hört sich da dann vielleicht ja im nächsten Jahr wieder.